So, jetzt mit dem Postauto hoch von Müster zum Umbrei. Zollhaus, 2500 Meter. Ja, hier liegt schon gut Schnee. Und links hoch geht es dann zum Stilfserjoch auf Route 27. So, wir müssen schauen, ob wir heute unsere Tour machen, so wie sie geplant ist. Aber der Schnee wird uns wahrscheinlich einen Strich durch die Rechnung machen. So, wir probieren das jetzt mal. Zur Not gibt es da vorne im Bereich von dem Schnee noch mal einen Ausstieg. Mit so Spitzkehren runter. Jetzt schauen wir mal, wie das da abgeht. Die erste steile Rampe. Geht es ja schon wieder gut ab hier, gleich am Anfang. Ja, die Bremsscheibe hat wohl auch was abgekriegt, irgendeine Gequietsche hier, nervt. Aber hier rum, Heberei und Schieberei, da kann immer mal was passieren. Freiheit gut zu haben. Natürlich schon hart, das Panorama hier. Schon heftig. Oh, die Scheiße. So, hier die erste Schikane. Ein Hangabrutsch. Und da vorne ein kleines Schneefeld und dann ein hohes Schneefeld. Oh wei, nächsten Schneefälle. Wir kämpfen uns Meter um Meter, Höhenmeter um Höhenmeter hoch. Jetzt sind wir mittlerweile auf 2,7. Aber ist sau anstrengend.
Oh, hey Leute, ihr meint nicht, dass es da oben rüber geht. Also so wie es ausschaut, müssen wir da oben über den Kamm drüber, wo die links zwei Löcher sind, Bunker oder was auch immer. Oh je. Na gut, schauen wir mal. Oh, noch ein schönes Bild. Umgekehrt. Vorsicht! Mit Abenteuer. Noch ein paar Schneefelder, in der Hoffnung, dass sie einen tragen. Scheiße. Abenteuerlich, aber jetzt haben wir gleich die Militärstraße gepackt. Dann geht es wahrscheinlich ins Tal, beziehungsweise auf die Passstraße. Was, Foppe? Die Mogenaccia Sentiero 2679. Da ist die Jugend schon wieder am Runterblasen und die Senioren gehen es gemütlich an. Naja, aber nicht besonders breit. Ha!
das ging jetzt hier relativ gut zu fahren. Da unten ist ja schon die Straße. Müssen nur schauen, dass wir irgendwie unter dem Zaun durchkommen. Die Rennradfahrer hier. Ja. So, jetzt fahren wir die alte wenigstens. Ist doch schon mal was. Das ist auch geil.
geile Luft hier. Warm. Ja, wir können eventuell hier ist es das hier? So ein kleiner Abstecher von der Passstraße Richtung Bormio. Ist auch ein Teilstück von dem Bormio 360 Grad. Oder hier habe ich Schild zumindest gesehen. Das wäre auch mal eine interessante Mehrtagestour. Boah, so schön gemacht hier alles. Area Picnic. Heftiger Anstieg nach Canciano, ich glaube Lago di Canciano, keine Ahnung. Die Sonne brennt ganz gut, aber besser als Regen. Brutal. Ich glaube, ist jetzt schon ca. 500 Höhenmeter am Stück und jetzt wird es immer steiler. Ich kann gleich mal im nächsten Modus wahrscheinlich Boost. Oh, schon pervers. Oh nee, ich hab's euch gesagt, keiner hat's mir geglaubt. Thank you.
Ich glaube, ich gebe da ein berühmtes Vor, ne? Da gibt es so eine verrückte Sache hier. Da habe ich vor kurzem YouTube was gesehen. Torre di Fraiele, glaube ich. Torri di Fraiele. Boah. Ganz bekannt hier und schön. Vorne ist ein Schild. Ja, der Philipp hat noch mal einen neuen Trail gefunden. Bin ich mal gespannt. Hä? Ja, mal schauen, ob wir nicht gleich ein bisschen Ärger vom Bauern kriegen. Ja, aber warte mal, die Scheiße, die Scheiße, die Scheiße. Na ja, gut, die wird schon wissen, wo sie hin muss. Extra erlaubt für Fahrräder. Thank you.
das schaut hier mal ganz gut aus. Schöne offizielle Radroute, ich glaube nach Bormio. Kriegt man gleich Augenkrebs hier bei dem Radweg. Starker Wind, aber warm. Piero Valtellina. Camping Cima Piazzi. So, noch knapp 8 Kilometer nach Sondalo zu unserem Tagesziel. Ja, es reicht für heute. Aber heute kommen wir halbwegs vernünftig an. Nicht zu spät.
Ja, ja.